Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir sind jetzt schon in Frankfurt am Main, wo ich jetzt Jana und Scobie abhole. Denn morgen ist es soweit. Das Spiel SGE gegen FC Barcelona hier im Deutsche Bank Park. Und ich bin nicht nur ein bisschen gehypt. Ich bin, Alter, ich freue mich so hardcore auf dieses Spiel schon seit Tagen. Und ja, hoffe es natürlich wird ein Sieg für Barca. Und wenn nicht, werde ich gerade angerufen. Hier im NH Hotel in Frankfurt. Und was haben wir gerade gemacht? Unsere Tickets abgeholt. Es geht heute in den Auswärtsblock. Und by the way, Anchimati ist da. Das muss immer dabei sein, sonst macht es keinen Spaß mehr. Wie war es gerade auf Okan? Der ist ja Jonas, die kommen gleich. Kommt der auch? Ja. Perfekt. Und dann geht es für uns los zum Stadion, zum Parken, mit Zug, zum Römer, ja. Vom Römer zum Stadion. Das wird geil. Das wird ein Hammer-Tag. Das wird so geil. Yes. Bis dahin. Thank you.
mit der 19 Alemann Touré, unsere 20 Makoto Haseba, die 21 Ragnar Achter, mit der 22 Timothy Chandler, unsere 23 Jens-Peter Höger, die 24 Danny Da Costa, die 27 Aaron Barcourt und die 39 Gonzalo Paciencia. Trainiert wird unsere Eintracht von you
irgendwas nach 1 Uhr nachts. Wir laufen gerade durch Frankfurt und da wird gerade was gemopst. Das ist schwerer als gedacht, wa? Ich filme euch nicht, keine Sorge. So, nachdem wir gerade eben in Frankfurt unterbrochen worden sind, sind wir jetzt nicht mehr in Frankfurt. Über Toppenburg. Ja. Und sind auch irgendwie schon ein bisschen müde, wa? Ja, auf alle Fälle. Spiel war schön. Lass uns das Spiel rekapitulieren. War also, von der Stimmung ja, schön. Also, hat schlecht gespielt. Ja, definitiv. Aber so mit den Fans war es schön. Ja, Frankfurt hat gut Stimmung gemacht. Von der Choreo, muss ich sagen, ja, war ich irgendwie schon ein bisschen enttäuscht. Natürlich zu Gedenken an Grabowski. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Naja, 1-1 ist nicht schlecht. Für beide Teams ist alles offen. Wir hoffen nur auf Barcelona bis Gelbwasser.